liebe Sportsfreunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ghost Recon Wildlands im Roleplay. Zusammen mit Reaper, Nabo, hi, und Vanva. Mhm. Und natürlich mir, dem Sturmsoldaten Enno. Mhm. So, und jetzt mal gucken, wo der nächste Auftrag hinführt. Gib mal Anweisung. Also die Richtung ist schon mal gut. Unser Ziel ist das Krankenhaus von Okoro, weil wir einen panischen Anruf bekommen haben, dass da jetzt das Kartell, weil wir ja alles kaputt gemacht haben, was sie gehört hat, wollen sie da jetzt ihr Kokainlabor in dem Krankenhaus machen. Und das müssen wir verhindern. In einem Krankenhaus. Haben die sie doch alle, nur weil man da rein nicht direkt gebrochen ist. Naja, ne? Labore ohne Ende. Und das größte Schutzschild der Welt auf dem Dach, also noch besser geht's. Du wirst, glaube ich, keine Militäreinheit finden, die auf dem Krankenhaus eine Bombe wirft. Naja. In so einem ersten großen und so einem zweiten großen Krieg wird das getan. Echt? Ja, also in Köln haben sie die Krankenhäuser kaputt gemacht. Das ist das Krankenhaus, links unter uns das Großgebäude. Wir müssten auch theoretisch direkt da in der Nähe landen können, ja, weil unsere Rebellenfreunde sollten uns dabei helfen. Da ist doch so ein Vorplatz. Kannst du mich hier oben, oberhalb des Gebäudes, direkt unter uns, kannst du mich da rauswerfen? Natürlich. Springen! Auf den Mauer, auf den Felsen bitte. Ja. Oh, so, warte mal kurz. So. Und wir würden auf dem Vorplatz landen, oder? Ja, danke. Bitte. Würde ich sagen. Ja, können wir. Also hier unter uns. Können wir natürlich auch, dann kann der Heli so ein bisschen die Straße blockieren im schlimmsten Fall. Ne? Wir müssen ja erstmal gucken, wie die Lage so ist. Ja. Also, falls das hier oben so ist, die Verbündeten fallen raus. Wir sind Rebellen überall. Ja, ja, die sollen uns helfen. Wir müssen uns ja verteidigen. Ach so, wir müssen uns verteidigen. Ja. Ach so. Ist dort oben noch Munition? Dann sollten wir den Heli doch ein bisschen anders platzieren. Und alle Fahrzeuge, die wir haben. Wir haben sonst ja auch einen Standturret, wenn sich jemand das zutraut. Naja. Mit den Heli doch mal umparken. Am besten so, dass er halt irgendwo im Weg steht. Enno, ist der Heli nicht bewaffnet? Der hat 2 MGs. Aber... Dann nutzen wir die doch. Na, negativ, dann müsste, werden 2 Einheiten beschäftigt. Eine kann davon nicht schießen. Hä? Wieso? Die sind doch auch vom Piloten. Genau, die sind, ach, die sind vom Piloten. Seite, die sind einfach nur... Ach so. Ja. Na gut, dann ist das eine gute Idee. Aber jetzt nehmen wir was Dinges zum Ballern. Sehe ich das richtig, dass es nur eine Zufahrt gibt, um mit dem Auto zu kommen? Ja, ne? Ja, die, die ich hier... Alles was, gut? Okay. Was das? Das war empfindlich, das Fass. Mann. Brauchst du ein rotes? Ja. Ich hab das Ding angeditscht. Wo müssen wir denn überhaupt hingehen, um hier Befehle zu holen? Beziehungsweise um... Wir sollen mit dem Oberarzt sprechen. Dann mach mal. Sind wir denn im schlimmsten Fall bereit, falls die jetzt schon kommen? Na, ich glaube, bereite mich noch ein bisschen vor unten. Okay. Ich bin soweit bereit. Ich suche mal den Oberarzt. Erstmal das Nachtsichtgerät ausmachen, ist ja schlimm. Ich hab ihn gefunden. Okay, ich sehe hier auch sonst keine weiteren Fahrzeuge. Der Ortsschild wird draußen. Er hat Angst, er versteckt sich hier hinten. Ja. Beim provisorischen Friedhof. Aber der Wagen steht mir hier noch nicht gut. Aha. Dort, wo er seine ehemaligen Patienten begräbt. Ja, das nennt sich kurze Versorgungswege. Ich kenne das als Arzt eines Krankenhauses, was ich gut geführt habe in meiner Vergangenheit.
Das war auf Verkehrsopfer spezialisiert. Ja, da. Ich wiederhole die Frage von unserem Kollegen Enno gerne. Wie lange hast du das geführt? 2 Wochen? Ja, 2 Wochen so in etwa. Danach war er Pathologe, da konnte er keine Reklamation mehr bekommen. Aber fangen wir erstmal an mit der Mission hier. Jo, ich frag mal, was Sache ist. Metall kommt uns gerade noch rechtzeitig. Ich höre, dass alle Metallius-Männer unterwegs sind. Wie sieht es hier aus? Wir haben möglichst viele Ärzte und Patienten weggeschickt. Dazu ein paar Trucks mit Medikamenten und Impfstoffen. Wenn wir die Klinik verlieren, retten wir wenigstens etwas für die Kranken und Verwundeten. Ja, pues. Meine Tochter ist in der Klinik geboren. Und da bin ich, Carajo. Und verteidige sie gegen das Kartell, das daraus eine verfluchte Kokainfabrik machen will. Ist diesen Leuten denn nichts heilig? Nur der Tod, Kumpa. El Emissarios Männer können jeden Moment hier aufkreuzen. Wir müssen uns eingraben, bevor es losgeht. Verstanden. Okay, wie sind die Weisungen des Commanders? Wie gehen wir vor? Wie ist die Befehlsstruktur? Also, wenn ihr jemanden seht, ausschalten, wenn möglich. Das wird ein Sturmangriff. Ja. Okay. Dann würde ich sagen, wer deckt welche Seite eventuell? Ich drehe hier meine Runden auf dem Dach und gebe notfalls Granatenunterstützung bei unserem Heli, falls feindliche Helis aufkaufen. Okay. Dann mache ich den Weg, der zum Krankenhaus hochführt. Notfalls bei dem Geschütz. Da kommt ein Auto. Dann geht's los. Es gibt 2 Munitionsdinger. Einmal beim Geschütz, einmal beim Krankenhaus. Das Auto ist down. Weiteres Auto von der anderen Seite? Ja. Das Geschütz steht dafür sehr gut. Das Auto ist down. Ja. Hoffentlich auch alle Gegner. Ich sehe noch ein weiteres Gegner unten. Der dürfte down sein. Das war ein Passant. Ups. Naja. Kann man von hier oben aus nicht erkennen. Die Leute, die panisch im Kreis rennen, gehören zu uns und die bunt angezogen sind. Sie sammeln sich in den Ruinen. Okay, da kommt ein weiteres Fahrzeug. Habe ich hier Visier. Ist ausgeschaltet. Okay. Weiteres Fahrzeug. Nein, negativ. Keine weiteres Fahrzeuge gehörst. Ich höre einen Helikopter. Feindlicher Helikopter, oder? Ich könnte ihn sonst vorsorglich abschießen. Da ist ein Gegner auf der Straße, glaube ich. Ich nehme den Heli unter Beschuss. Achtung mit unseren Rebellenfreunden. Noch ein Auto. Sieht so aus, als hätten sie die Kacke in Okoros und dann ja. Ist down. El Sueño weiß von unseren Angriffen. Auch zu Fuß sind welche da. El Giorgio versucht das LKW ist down. Hat aber einen schweren Stand. El Sueño verlangt eine Erklärung von El Emissario. Und El Giorgio versucht eine Lösung zu finden, die seinen Wer redet denn da mit uns? Was heißt das für uns? El Giorgio unsere kleine Geheimagent Trusnella, die meinte, wäre die Kings nur mal so Special Agent. Das ist unsere Chance. El Emissario die CIA-Tante. Wenn wir ihn jetzt schnappen, erzählt er uns alles, was er weiß. Geben Sie uns den Standort, wir regeln das. Alle Tangos erledigt, Bereich sicher. Oh, das ging ja fix. Guter Job. Ich glaube, ich wieder runterkommen. Okay, ich schau mal, ob ich vor dem Krankenhaus landen kann. Das wäre eine schlechte Idee, es ist zu viel im Weg, glaube ich. Okay, dann auf der Straße. Landen lieber wieder nach vorne. Yep. Kann mir einer erklären, warum wir El Emissario rausbringen? Wir wissen doch, dass er nur wegen seines Opas da ist, wo er ist. Das ist doch niemand, der etwas im Kartell bewegt. Hast du eine bessere Idee? Klar, knüpf das Arschloch einfach an einem Baum auf. Wofür sonst der ganze Ärger in Okoro? Emissario ist unwichtig. Auf zum Heli. Hat auf El Giorgio abgesehen. Wenn El Emissario verschwindet, braucht Suenio einen anderen Sündenbock. Er wird sich El Giorgio zuwenden und wir bekommen die Gelegenheit, ihn zu schnappen. Verdammt. Wenn Bowman jemanden will, lässt sie nichts anbrennen. Verdammt richtig. Also entweder hast du dir jetzt gerade deinen Kopf weggebrannt oder weggesenzt durch die Rekorde. Das halte ich aus. Bisschen. In 2 Wochen, ist klar. Ja, Sir. Bisschen nach rechts und dann bitte mal. Sieht gut aus. Ob
mit dem Heli, das ist doch eine recht einfache Aufgabe. Ist ja generell, wenn du Luftunterstützung hast, ist immer alles gut. Ja, kommt aber an, wie gut die Luftunterstützung ist. Ja, ich hoffe, du bist gut. Ja, ich hoffe es doch auch. Noch ein Leuchtfeuer wieder von unten links. Auf, ja, 9. Ne? Ja, soll niemand kämpfen. Noch ein bisschen nach rechts. Nicht der Rede wert. Wir setzen es auf die Rechnung. Ich habe noch eine Bitte. Bevor El Emisarios Männer die Klinik angriffen, wollte einer meiner Männer einen Truck mit Impfstoffen in Sicherheit bringen. Leider wurde er an einem Unidad-Kontrollpunkt angehalten und der Truck konfisziert. Der Impfstoff ist lebenswichtig, Gringo. Der Truck ist jetzt in einer Unidad-Basis. Ich weiß, es ist viel verlangt, aber offen gesagt, kommt sonst niemand dafür in Frage. Verstanden. Wir werden sehen, was geht. So, willst du Scharfschütze wieder hier oben auf den Berg? Ja, wo müssen wir denn hin? Da geradeaus, da wo der Heli steht? Nee, noch ein Stück weiter. Okay. Ah, dann seht ihr die? Dahinter. Ja. Denn? Seht ihr die große Villa da? Falls ja. Es eine Villa ist? Das ist eine Baustelle. Das nein, sieht aus nicht. Wie ein. Das ist eine Villa, ja. Ich möchte hier oben rausgelassen. Fastfood-Restaurant. Okay, ich ganz hab 9, nein, 13 Leute gezählt. Vorsicht, neben uns ist einer. Seht ihr den? Ausschalten, wenn möglich. Negativ noch nicht. Tango ist tot. Okay, er ist tot. War aber ein bisschen auffällig in die Markt. Die schießen ja, unten auf dem Gelände. Ich hab vergessen, dass da meine Granaten drin waren. Sniper. Wenn möglich, landen hier irgendwo. Dann hier unten auf dem kleinen Plateau, dass wir die Straße kriegen. Okay, gut. Oder doch lieber rechts auf den. Wir haben noch ein bisschen Achtung. Deckung. Da sind Unidad-Patrouillen ja, im Gebiet. Gut. Vielleicht sind die hier, weil wir in Okoro so viel Staub aufgebaut haben. Benötige Informationen, sind wir entdeckt oder noch nicht? Entdeckt. Wir sind eindeutig entdeckt worden, die schießen auf mich. Ich glaube, dass ich eine Granate eingesetzt habe, hat denen nicht gefallen. Zielbereich direkt vor uns. Macht euch bereit. Bowman kann es kaum erwarten, sich El Emisario vorzuknöpfen. Ich finde die Villa also übrigens auf. Nicht hässlich. Wir brauchen ihn lebend. Verstanden. Naja, Geschmackssache. Sagen wir so, sie sieht etwas seltsam aus. Sehr, sehr. Ein wenig modern. Offen. Na, du brauchst ja heutzutage eine gute Belüftung hier. Aua. Fuck, von der Straße! Wann war alles in Ordnung? Bin down. Oh nein. Sie sind beide getroffen worden. Hast du Position? Weil ich stehe nämlich auch massivst unter Feuer. Wenn du die Chance hast, gib mir Deckung, ansonsten versuche ich mich zu den beiden durchzuschlagen. Wohin Deckung? Eingang von dem Gebiet. Da, wo es gerade brennt. Möglich. Dort war ein Auto. Und an einer Straße irgendwo hier. Die Unidad scheint es auf das Kartell abgesehen zu haben. Die Unidad haben Verstärkung angefordert, ich muss mich leider zurückziehen. Innerhalb des Geländes ist es halbwegs ruhig, es sind nur noch zwei Leute, die auf mich schießen. Ja, vor dem Gelände geht es ordentlich ab, da sind ganz viele Unidad. Ich komme leider ich nicht an halt Munition. Hallo? Lebt noch irgendwer? Hallo? Na wundertoll.
Dieser Pisser, wo kommt der denn her? Ihr dürft wieder reden, wir sind alle gefallen. Ja. Oh, ja. Dieser Dreckspisser. Ich wusste genau, dass links von mir 4 Stück standen, aber dass einer direkt vor mir aus dem Busch auftaucht, den hab ich nicht gesehen. Buschkrieger der anderen Art. Oh, Mann, dieser Dreckspenner, ey. Was uns gleich wohl erwartet, ist die Frage. Oh. Achso, hinter uns. Was sind wir denn schön, hier? Dass ihr noch da seid. Ah. Was war? Blackout? Ich hab keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie wir hier gekommen sind. Du hast es wieder nicht aufstehen lassen oder so, was? Verkehrskontrolle erfolgreich. Sie dürfen weiterfahren. Na, was hat der geladen? Sieht ja, das sieht noch nicht gut gesichert hallo, ich aus. Seh's genau, der hat Waffen drauf. Hey, hallo, stehen bleiben, hallo. Allgemeine Verkehrskontrolle bitte anhalten. Wir sind ja nicht die Polizei. Also komm, also fang jetzt an. Vielen Dank. Sie haben, Reifendruck war nicht in Ordnung. Mhm. Immer diese faulen Menschen. Ich hab keine Ahnung, wo wir hin müssen. Oder? Wo müssen wir hinter denn hin? Hinter uns. Ein kleines Stück, ja. Aber da ist jemand am Backsteinhaus, oder? Der hat ein weißes T-Shirt an, der sieht bedrohlich aus. Halt mal schnell die Knarre in der Karre. Abschuss bestätigt. Bei dem müssen wir da lang. Der hat da die Schranke hochgeklappt, da müssen wir durch. Aber vorsichtig, ich glaube, da war nämlich noch ein Gebäude irgendwo. Kennt ihr diese komische Serie, wo so ein Typ mit Glatze und grauen Haaren und einer schwarz-roten Uniform sitzt und sich so die Hand halt in den Kopf hält? Halt, ja, da steht noch einer. Das ist noch einer. Bleib einmal bitte. Ja, stillhalten die Karre. Tango getroffen. Okay, der ist tot. So, wir fahren nur noch bis hier und den Rest laufen wir, würde ich sagen. Oder wir stürmen einfach rein mit dem dicken Ding nach vorne. Genau. Negativ. Wir parken hier und den Rest gehen wir zu Fuß. Ja, ja, mich wieder hier rausschlüpfen lassen. So, was ist unsere Mission, Commander? Wir müssen hier jetzt... Ich hätte fast den Obermufti gesagt, aber ja, den Boss von diesem Gebiet müssen wir verhören. Oh, das ist eine riesen Villa. Wir kennen eine kleine Gruppe Feinde. Da steht ein Sniper auf dem Dach, 2 sogar. Und ein paar Informationen aus dem rauskriegen, wenn möglich. Okay. Hier ist eine Möglichkeit, nicht durch den Haupteingang ins Gelände reinzukommen. Ich habe auch gesehen, ihr könntet auch auf meine Seite kommen, also auf die rechte Seite, und dann müsste hier so ein Gebirgspfad sein. Hm. Der wäre vielleicht ganz attraktiv. Zielbereich direkt vor uns. Macht euch bereit. Bowman kann es kaum erwarten, sich El Emissario vorzuknöpfen. Also passt einmal auf, hier um die wir Mauer brauchen rum. Ihn lebend. Verstanden. Ich befinde mich bei dem Gebäude, bei dem Haupteingang links auf dem Gebäude hinter dem Nordstein. Oh. Hm. Deutsche Sprache heute. Oh, eine interessante Villa. Da sind ganz schön viele. Ja, zu viele. Ich bräuchte mal Markierungen der entsprechenden Scharfschützen auf dem Dach. Also auf dem Dach stehen 2. Ist das ein Arsch voll Gegner, wenn ich mir das Wort mal gestatten darf? Sind ja, diese beiden Scharfschützen erledigbar, ohne dass es auffällt? Ja, sofern sie nicht runterfallen. Ziel eliminiert. Beide down. Okay, aber auf dem Gelände sind sowohl Unidad als auch das Kartell. Achtung. Zähle 16 Leute auf dem Gelände vorne. Staub aufgewirbelt haben. Ja. Das sind jetzt 10. Das wird schwierig. Das heißt, dass Unidad vom Kartell gekauft wurde. Das ist schön. Über euch ist ein Scharfschütze, den muss unser Scharfschütze ausschalten. Position? Da, wo wir dort am liebsten gelandet hätten. Sehposition werde ich neutralisieren. Und zwar jetzt. Oh. Alter, der duckt sich da weg, der Pisser. Die anderen haben es nicht bemerkt, zum Glück. Der hat die Kugel kommen sehen. Tjo, Matrix-Style. Ja, genau, Matrix, genau.
weitere Vorgehensweise, da auf das Gelände zu gehen, ist ein wenig riskant. Ja, ich schaue mich um, ob das vielleicht von hinten besser wäre. Also da, wo ich mich befinde, im hinteren Bereich zur Felswand hin, ist eine kleine Grünfläche. Da könnte man sich herschleichen, sollte aber an der Wand entlang gehen und tiefst unten bleiben. Dann kann man in den hinteren Bereich rein. Und in dem linken Bereich befinden sich derzeitig nur Kartellmitglieder, und zwar zwei. Du meinst bei deiner Seite? Linke Seite vom Haupteingang. Könnten... Da sind aber auch Unidad. Wir könnten auch über den bekannten Eingang hier durch eine Lagune schwimmen und unten auf das Gelände kommen. Dürfte ohne Probleme möglich sein. Meinst du hinten durch den Poolbereich? Das ist korrekt. Ich denke, das wäre auch das Beste. Ich habe da nur einen Unidad-Soldaten hinten auf der Terrasse gesehen. Ja. Okay, wir sollten diesen einen Soldaten hier patrouillieren lassen. Ich habe noch einen Scharfschützen entdeckt. Markierung? Hinter dir. Okay, ich schwimme jetzt durch die Lagune, wenn es gestattet ist. In dem Häuschen? Ja. Schwimmt und haltet euch möglichst weit an der Felswand. Habe physikalische Hindernisse zu überwinden. Ziel eliminiert. Ich denke, keiner guckt zu euch gerade. Versucht möglichst leise zu schwimmen. Der Scharfschütze ist ausgeschaltet, allerdings hätten sie mich dabei fast entdeckt. Vorsichtig. Ist das Endo vor mir? Ja, bin vor dir. Achtung, da sind zwei, die zu euch gucken könnten. Ich weiß nicht, wie... Die beiden im weißen Tanktop? Ja, und noch ein dritter, der patrouilliert jetzt in eure Richtung. Ja, kann alle drei sehen, aber nicht treffen. Ich könnte 1 und 2 ausschalten, gleichzeitig theoretisch. Ungünstig, weil die 3 dann auch ist. Die 3 müsste halt jemand ausschalten, aber dann könnte ich die 1 und die 2 ausschalten. Theoretisch müsste ich 3 ausschalten können, aber die werden alle gesehen von noch jemandem. Ja. Das wird sehr kritisch. Vielleicht drehen sie sich gleich um, dann hättet ihr die Möglichkeit weiterzugehen. Ich habe das Gefühl, es werden immer mehr bei euch. Gott. Commander, gibt es die Möglichkeit, einen Stein zu werfen? Negativ. Negativ, okay. Es gibt Ablenkungsgranaten, Ködergranaten, wenn du die mitgenommen hast. Negativ, leider nicht. Moment, ich kann mal kurz gucken. An der Drohne war, glaube ich, irgendwie so eine Art... Ja, so eine Art Krachmacher-Ding. Okay, schlage vor, dass man den vielleicht am Haupteingang einsetzt und dann könnten Ende und ich ins hintere Teil des Geländes vorrücken. Ja, ich versuche mein Glück. Okay, bitte mit Countdown, wenn dies möglich ist. 3, 2, 1. Keine Reaktion bei uns? Nee, ich sehe schon. Gibt es eventuell das ein Fass in der Nähe des Eingangs, was explodieren kann? Negativ, zumindest nichts, was ich einsehen kann, ohne entdeckt zu werden. Also es sind inzwischen nur noch 1 und 2, die bei euch sind. Beziehungsweise jetzt noch die 4. Abschuss bestätigt. Welcher? 4 hat sich schlafen gelegt. Das war nicht so gut. Die Leiche wurde... Ja, gefunden. Ich sehe aufgeregte Leute. Wenn sich 1 und 2 umdrehen sollen, Enno und ich dann ins hintere Teil vorrücken? 1 und 2 sind ja, down. Ja, rück vor. Okay. Achtung, da ist... Sie kommen alle zum Dach. Es sind 4 Unidad unter dem Dach. Okay, ich rücke zum Helikopter im hinteren Teil des Geländes vor. Seid vorsichtig dabei. Ja. Unidad schießt auf die Kartellmitglieder. Anscheinend haben wir Krieg angezettelt. Dann warten wir das Gefecht ab. Ja. Vielleicht haben wir da nur noch weniger am allerwertesten. Ich befinde mich jetzt genau
beim Heli. Unter dem Dach sind zwei Unidad, die weiterhin auf die Kartellmitglieder schießen. Ein Auto ist gekommen. Unidad. Okay. Vorne am Eingang steht noch ein Unidad und die drei, die aus dem Auto gestiegen sind. Es sind aber einige Unidads feuernd ins Gebäude gemarschiert. Von daher seid da vorsichtig. Ja, sehe auch am hinteren Haupteingang des Gebäudes einen schwer bewaffneten Mann. Ja, genau, die 1. Ja, das ist der Unidad-Soldat, der hinten die Terrasse bewacht. Habe freies Schutzfeld auf Nummer 1. Ich auch. Könnt ihn ausschalten. Okay, 3, 2, 1. Ist ausgeschaltet. Gut. Vergesst nicht, die sind stark gepanzert. Lieber mehr schießen als zu wenig. Reaper, wurdest du gesehen? Positiv. Versuch dich zurückzuziehen, wenn du kannst. Gibt es Möglichkeiten für uns beide, das als Vorteil zu nutzen? Wahrscheinlich, weil die alle jetzt gleich zu mir kommen werden. Ich sehe einen Vorteil. Der Heli hat montierte Geschütze, die man könnte. Mir ist auf einer Seite. Negativ ist, glaube ich, zu laut. Zumindest ist letzte Option. Das Erdgeschoss ist gerade frei. Ihr könntet in die Villa rein und. Okay, quasi positiv, ich ergreife die Chance. Ja. Sind alle draußen auf dem. Auf dem Hof. Es gibt nur die grünen Treppen. Ah, ist noch schick von innen. Zweite Etage hier, und die dritte vor. Ist natürlich ungünstig, weil das so eine große Glasfront hat. Zeit am Boden. Verdammt, ich hab's gerade gesehen. Wo ist deine Position, Endo, falls du runtergehst? Der Villa? Ja. Da oben ist ein Unidad auf dem Dach bei der Pyramide. Nicht mehr, den habe ich gerade ausgeschaltet. Shit, so ein Scheiß. Der hat meine Drohne abgeschossen, deswegen nee, doch kann nicht. Ich. Aber doch ein Dritter. Ich habe ein Bleihirn bekommen. Hör ich Helikopter? Ja. Ja, ich habe hier draußen alle Hände voll zu tun. Han autorizado que convoquemos a las unidades de refuerzo que tenemos en los sectores vecinos para que nos apoyen con esa amenaza. Mach das. Du hast den Befehl zurückzuziehen. Ladies and gentlemen, El Emisario ist soeben abgetreten. Checkt selbst aus, statt sich seinem Großvater zu stellen. Wie krank. Hat er sich umgebracht? Ja, er hat sich umgebracht. Das war seine Entscheidung. Wir müssen ihn durchsuchen. Vielleicht hat er etwas bei sich. Schwerer Beschuss am Haupteingang. Kannst du die Leiche an? Bemannet den Helikopter. Wie bitte? Die Leiche checken. Nee, der Helikopter hat keine Sätze. Welche Leiche? Ganz oben im Haus. Wirklich ganz oben auf dem Dach ist noch der Eingang. Ich habe ein Problem, der Heli den Raketenbomben entdeckt. Kannst du dich irgendwo unterstellen? Ich kann hier nicht checken. Reaper? Der Helikopter, was ist mit dem passiert? Der macht einen Kopfstand. Die Drohne fliegt. Bin in der Villa, werde aber von Einsatzkräften attackiert. Wann war, konntest du die Leiche checken? Ich glaube, unser Sunny ist down. Verdammt. Er war im Haus, oder? Der ganze Hof ist voll. Wo bist du, Enno? Genau in der Villa. Ohne das Geschoss. Und gleich down, wenn ich so weitermache. Bring ihn in Sicherheit, wenn du. Scheiße. Das ist jetzt kacke. Ich glaube, die haben meine Position gesehen.
Oh, oh. Oh Mann. Die Uni, das sind echt böse. Ist das hart. Aber die Vorgehensweise war gut. Ja. Speicherkarte voll. Mhm. Na gut, dann warten wir noch ab, bis wir wieder gespawnt sind. Meine Güte. Das ist ja fast schwerer als dieser Medizinhelikopter. Oh ja, nur bloß nicht daran. Für einen Helikopter. Mhm. Kannst du nicht daran. Supply. So. Aber ich wollte mal sagen, das war's für diese Folge von Ghost Recon Wildlands Roleplay. Ja. Wir brauchen halt noch ein bisschen Kampfübung. Ein bisschen ist gut. Ja. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Schaltet das nächste Mal wieder ein. Lasst einen Like, einen Kommentar. Und bis später. Ciao. Tschüss. Tschüss.